Hallöchen zusammen. Ich wollte heute mal den frühen Feierabend nutzen, um jetzt noch mal etwas näher auf das Bushcraft XXL einzugehen. Ein Messer von Guido Beyer. Der hat das Teil hergestellt. Lederscheide, 3 mm Dickleder. Sehr schön, sauber verarbeitet. Die Nähte versenkt und auch schön gleichmäßig. Die Schlaufe hinten genietet. Also das Ding ist monsterrobust. Hört man auch schon. Ein super geiles Teil. Aber mich interessieren Messer einfach mehr. Und zwar jetzt nochmal das Bushcraft XXL von Guido Beyer. Hier in der Version mit der geschwärzten Klinge. Ich glaube, Guido nimmt dafür Eisentrichlorid. Ich frage aber gerne nochmal nach. Schwarzes Lanyard mit Messingbead. Hier der Griff auf meinen Wunsch mit Eibe. Grüne Leine. Stahl, wie gesagt, oder auch wie schon mal erwähnt, 4,5 mm, 80 CAV2. Sehr, sehr gut gehärtet. Die Wärmebehandlung passt. Ich habe das Teil schon öfter mal durch Holz geprügelt. Aber okay. 4,5 mm ist auch schon eine Ansage. So, das Ganze ausgeführt in einem Sabergrind. Hier ziemlich tief. Ohne Sekundärphase würde ich sagen, ist ein Scandi. Schiebfurtklinge, wie bei Guido, beziehungsweise bei der Waldläufer-Serie, total üblich. Hier mit Keul. Wie gesagt, ich mag die Dinger nicht, aber man gewöhnt sich sogar daran. Wobei ich sagen muss, ohne Keul hätte ich hier vorne an der Klinge arbeiten können. Wäre mir lieber. Aber egal. Ist ja auch nur meine Meinung dazu. So, dann ziehen wir das Ganze mal an und gucken, ob wir damit auch was hacken können. Beziehungsweise, ich weiß, dass wir es können, aber quod erat demonstrandum, was zu beweisen wäre. Und dann machen wir das jetzt auch mal. Ist schon Wahnsinn, dass da eine Masse hinter ist. Also man kann hier richtig zulangen. Das mache ich jetzt noch nicht mal. Und hier die abgetrocknete Fichte, wie ihr auch sehen könnt, ziemlich harzig, ziemlich dunkel. Riecht einfach geil. Da fliegen die Späne nur so weg. Gerade wenn man hinten packt, ist schon Wahnsinn, was für eine Wucht da drauf kommt. So, und das geht natürlich auch noch mit ganz anderen Durchmessern. Ich hatte zwischendurch mal einen knapp 20 cm Kirschholzstamm. Den hat es auch damit zerlegt. Genauso wie auch mit dem XL, mit dem kleinen Bruder. Da habe ich sie beide beim gleichen Stämmchen genutzt, beziehungsweise bei 2 Stücken desselben Stammes. Wollen wir doch jetzt mal grammatikalisch korrekt bleiben. Und jo, das Ding funktioniert einfach. Aber da wir ja nicht immer nur hacken, mal gucken, ob wir damit auch feinere Arbeiten hinkriegen. Ich besorge mir mal gerade ein anderes Holz. Ach, hier liegt sogar was. Ist halt auch Fichte. Ist halt ein Nutzwald, in dem wir uns hier gerade aufhalten. Und hier wurde dank des Borkenkäfers auch schon ziemlich viel geräubert. Also was das Schnitzen angeht, da geht auch richtig was. Jetzt erstmal die groben Sachen. Und hier haben wir auch noch ein Stück Fichte.
dass ich Holz damit spalten kann, dürfte jedem klar sein. Und dann wollen wir gucken, ob wir auch ein paar Löckchen gemacht kriegen. Nein, keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht anzünden. Erstmal das Nasse abschnitzen. So, wenn wir dann hier Kanten haben, dann fangen wir mal an, die Löckchen zu machen. Dazu mache ich mir das Lanyard wieder runter, damit ich es etwas besser greifen kann. Und mit ein bisschen Übung und Gewöhnung sind dann halt auch Federn drin. Also die hier sind jetzt noch nicht so besonders fein. Da ich normalerweise mit anderen Anschliffen arbeite oder bevorzugt mit anderen Anschliffen arbeite, muss ich mich doch hier dann erstmal wieder reinfuchsen. Oder wir machen es halt vorne mit der Spitze, dann hat man da auch etwas mehr Gefühl. Also geht bis jetzt ganz gut. Also das Messer ist richtig, richtig bissig. Die Locken werden bei mir jetzt im Moment etwas grob. Das ist so nicht geplant. Wie gesagt, ich stehe total auf ballige Anschliffe. Das ist halt ein komplett anderes Arbeiten damit. Aber ich probiere es jetzt trotzdem nochmal. Ne, soll nicht sein. Dann halt noch mal das nächste Stück. Vielleicht klappt das dann ja damit. Das Teil ist halt ein Monster. Also ich nehme es dann natürlich auch nicht jeden Tag mit, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin. Zumal das ja jetzt eher ziemlich spontan ist. Bei dem schönen Wetter wollte ich dann halt nach dem frühen Feierabend noch mal raus. Nur zu Hause blödeln, rumblödeln, finde ich halt doof, richtig doof. Wenn meine Frau dann auch gerade nicht zugegen ist, dann finde ich das noch viel doofer. Also hier geht es dann doch schon etwas feiner. Also so feine Arbeiten mit diesem großen Messer sind, wie man hier sieht, jetzt auch möglich. Das ist halt wirklich eine One-Tool-Option, sage ich jetzt mal, für den Bereich Bushcraft. Wäre es mir jetzt schon etwas zu groß, zu sperrig, aber auch nur meine Meinung. Es gibt ja unter euch definitiv Leute, die voll auf solche großen Teile abfahren. Für den Bereich Bushcraft ist mir das etwas zu groß. Aber als Survival Knife, Survival Messer, als Überlebensoption, wenn man wirklich nur ein einziges Werkzeug hat, auf das man sich verlassen muss, ist das Teil hier eine richtig, richtig geile Option. Ist custom made in Deutschland, beziehungsweise im Schwarzwald, ist ja in Deutschland, wie wir alle wissen. Und klar ist der Preis jetzt nicht der günstigste. Es gibt Messer von der Stange, die können vielleicht auch irgendwas in der Richtung. Aber
Das ist jetzt, sei jetzt mal dahingestellt. Ich hau euch den Link zu Guido Shop einfach in die Beschreibung. Und wenn ihr so ein Teil haben wollt, kauft's euch. Empfehlen kann ich's und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.